Hi und herzlich willkommen auf meinem Kanal, meine Lieben. Ich hoffe, es geht euch allen gut. Endlich wieder ein Video von mir. Ich habe eine Woche Pause gemacht. Ich hoffe, ihr habt mir das nicht böse aufgenommen. Wie versprochen, werde ich euch heute die Jeans zeigen, die ich mir bestellt habe. Also, wer mein letztes Video angeschaut hat, weiß, dass ich auf der Suche bin nach Jeans, die einfach einen coolen Fit haben, die eine coole Waschung haben, die einfach perfekt sitzen. Und ich habe mir, wie gesagt, einige bei Zalando bestellt, also drei Jeans habe ich mir bestellt, also wie man hier hinten sehen kann. Und ich habe mir bei drei verschiedenen Marken Jeans bestellt, und zwar von Stradivarius, Pull&Bear und Bershka. Und wer mein letztes Video angeschaut hat, war das Zara Haul, weiß, dass ich auch bei Zara eine Jeans bestellt habe, und zwar die habe ich jetzt auch an. Die ist bei mir geblieben, die habe ich nicht mehr zurückgeschickt, weil ich einfach die Waschung extrem schön gefunden habe, dieses Gemisch mit diesem Schlamm und Blau zusammen, deswegen konnte sie einfach nicht weg, und ich liebe diese Kombination einfach mit Schwarz, und ich kann es mir auch ganz gut vorstellen mit eine weiße Bluse zum Beispiel. Wenn ihr wollt, kann ich euch gerne ein Video mal abdrehen, wie man Jeans gut kombinieren kann, mit welchen Sachen, und ja, ein paar Outfits euch zeigen. Wenn ihr das sehen wollt, lasst gerne ein Like da und kommentiert mit einem blauen Herz. Und genau, dass ich weiß, dann drehe ich euch gerne so ein Video ab. Wir starten jetzt gleich mit der ersten Hose. Und zwar habe ich hier eine Hose von Pull&Bear. Und zwar eine White Leg Jeans. Ich finde den Look von der Hose schon mal sehr, sehr cool. Ich finde, dass sie auch hier extrem coole weiten Beine hat, was ich auch sehr, sehr gern mag. Und ich finde hier oben den Schnitt auch sehr schön. Die Waschung ist wunderschön. Genau, so sieht die aus. Und so sieht sie von hinten aus. Ich habe es mir in der Größe 34 bestellt. Ich weiß nicht, ob mir 34 bei Pull&Bear passt. Ich weiß es nicht. Denn bei Zara zum Beispiel, die Hose, die ich jetzt anhabe, die habe ich in 36 bestellt. Und die passt in 36. Weil 34 ist mir einfach viel zu klein. Und ich finde einfach, dass man generell, bei Hosen ist es wirklich sehr, sehr schwer, die perfekte Größe zu finden. Denn man muss immer Hosen probieren. Das ist ja das. Bei Tops bin ich einfach so, da kaufe ich einfach blind, stelle ich einfach eine XS oder eine Small, und das passt dann. Aber bei Hosen ist es immer so lalala. Wenn man Glück hat, passt die. Wenn man nicht Glück hat, passt die nicht. Und deswegen, ja, ich habe es wie gesagt blind bestellt bei Zalando, und ich bin wirklich mal gespannt, ob sie mir wirklich passen. Ja, aber so von Anschauen schon schaut die Hose nicht schlecht aus. Also sie schaut wirklich sehr, sehr cool aus. Also eine 10 von 10 gebe ich auf jeden Fall die Hose schon mal. Beim Anziehen weiß ich noch nicht. Mal sehen. Dann kommen wir zu der zweiten Jeans, und zwar von Bershka. Da habe ich auch wieder so eine White Leg Jeans bestellt. Die erste Jeans hat jetzt einen White Leg Fit, und die zweite ebenso, die hat auch einen White Leg Fit. Und die habe ich mir jetzt in 36 bestellt, und zwar einmal die Bershka Jeans. Ich glaube, da habe ich mich ein bisschen verdammt mit der Größe. Ich glaube, dass mir die 36 da viel zu groß ist. Also die sieht schon sehr, sehr weit aus. Aber ich bin ja mal gespannt, ob sie mir passt. Kann ja sein, weil ich habe ja von Zara auch eine 36. Deswegen mal gucken. Genau. Aber die ist noch weiter als die erste, finde ich. Also die ist wirklich, wirklich weit. Und ich finde, die erste ist wirklich sehr lang, und die hat so einen Kolottschnitt. Ja. So sieht die aus. Auch schön von der Waschung. Aber ich weiß nicht, ob mir die Hose ein Tick zu weit ist vom Schnitt.
ich liebe ja generell weite Schnitte und ich liebe Oversize-Look. Aber bei Hosen muss man schon ein bisschen aufpassen, dass es nicht zu weit ist. Vor allem, ich bin sehr, sehr klein. Also ich bin 1,60 Meter und wisst ihr, dass es mich nicht staucht, wisst ihr, dass es dann zu weit ist. Deswegen bekommt diese Hose jetzt auf jeden Fall eine 6 von 10, weil das einfach, glaube ich, viel zu weit ist. Ich weiß es nicht. Aber sonst von der Waschung gefällt mir die Hose sehr gut. Und ja, vom Material her fühlt sie sich auch gut an. Also vom Angreifen her fühlt sie sich auf jeden Fall sehr weich an, nicht so steif. Und es gibt so Hosen, da sind die Hosen so steif und das ist so unangenehm. Die ist auch sehr, sehr weich, die erste Hose. Ja. Dann kommen wir zum letzten. Und zwar zu der letzten Jeans. Da habe ich mir jetzt von Stradivarius eine bestellt. Und die zwei ersten Jeans haben eher eine helle Waschung, also so eine mittelblau. Und die ist wirklich darkblau, die dritte Jeans, was ich auch sehr, sehr schön finde. Ich finde die Waschung auch wunderschön, kann man wie gesagt auch ganz gut kombinieren. Und ich habe ja eh schon so ja, ein bisschen eine hellere Jeans von Zara bestellt, deswegen vielleicht eher eine Dark oder eine Mittelblau. Mal sehen. Genau. Aber die von Stradivarius hat auch einen Wide Leg Fit. Die ist aber auch wieder gerade geschnitten. So wie die erste Jeans. Bei die zweite war wie gesagt Collard geschnitten. Genau. So sieht die dritte Jeans aus. Und so auch von hinten. Diese Hose gibt mir so 90s Vibe, wirklich 90s Vibe, weil einfach die Waschung und einfach wie die Hose geschnitten ist. Ich finde es auch hier ganz schön mit der Marke hier hinten mit diesem Leder, finde ich auch sehr schön. Und ja, von Anschauen schaut die Hose sehr cool aus. Und die würde ich auch wieder eine 10 von 10 geben, so wie die erste. Und die habe ich jetzt in der Größe 34 bestellt. Ich hoffe sehr, weil diese Hose gefällt mir wirklich sehr, sehr gut. Einfach von der Waschung schon gefällt sie mir und von Anschauen schon gefällt sie mir. Und ich hoffe, ich bete, dass die 34 mir passt. Und wenn nicht, dann muss ich eine Nummer größer bestellen, aber mal sehen. Aber die schaut echt weit aus und kann sein, dass mir 34 passt, kann aber sein, dass mir die 34 viel zu eng ist, aber ich werde sie dann einfach anziehen und genau. Ja, das waren die Jeans von mir, die ich bestellt habe und ich hoffe, dir hat das Video gefallen und ja, wir sehen uns wieder bei meinem nächsten Video und damit du keine Videos von mir verpasst, schalte gerne die Glocke ein, like gerne dieses Video, lass gerne einen Kommentar da, würde mich sehr, sehr freuen und ja, bis zum nächsten Video von mir, bye!